Laute Knallgeräusche schrecken seit einiger Zeit immer wieder die Menschen im mittelhessischen Driedorf auf. Die Bewohner berichten von richtig lauten Schlägen und Druckwellen. In den vergangenen Wochen hat man das Geräusch mehrfach gehört. Aber woher kommen diese lauten Knallgeräusche? Die genaue Ursache, die ist immer noch unklar. Seit Monaten geht in Driedorf die Angst um. Laute Explosionsgeräusche verunsichern die Bürger. Das Idyll der Westerwaldgemeinde ist gestört. Es war schon erschreckend, gell? So stellt man sich Krieg vor, ne? Überall, jeder ist erschreckt, was sowas überhaupt hier auf dem Land passieren kann. Die Fensterscheiben haben gewackelt und auch die, wie man hört im Dorf, dass die Gläser in der Schränke gewackelt haben. Im Oktober hat es zum ersten Mal geknallt. Seitdem jede Woche einmal. Zuletzt war die mysteriöse Explosion vergangenen Freitag zu hören. Das Thema sorgt für Unruhe in Driedorf und ist natürlich ein Fall für Bürgermeister Dirk Hart. Im Internet sucht er nach ähnlichen Fällen. Diesen Knall haben die Zeugen auch beschrieben, beziehungsweise hat man weit über Driedorf hinaus gehört. So muss es sich zugetragen haben. Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Gas-Sauerstoff-Gemisch handelt, was hier zur Explosion gebracht wurde, was dann auch diesen hellen Feuerschein hervorruft. Hans-Jörg Merkelbach hat einen solchen Feuerschein beobachtet. Er wurde Augen- und Ohrenzeuge des merkwürdigen Geschehens. Ich habe letzten Sonntagabend gegen 20:15 Uhr nochmal Schnee geschöpft vor dem Haus. Ich sah dann beim Schneeschäppen über dem Metzgerei-Fendesack hinten im Tal einen Flugkörper, der gebrannt hat. Da von dem Flugkörper löste sich ein Teil ab, das verbrannte, und kurze Zeit später explodierte das ganze Teil in Einzelteile. War es ein explodierender Gasballon? Wer hat ihn auf die Reise geschickt? Die Polizei ermittelt seit Wochen, ohne heiße Spur. Immerhin lässt sich der Ort der Explosionen näher eingrenzen. Hier in der Straße am Wallgraben soll der Knall ganz besonders laut gewesen sein. Wir haben im Moment das Problem, dass wir noch nicht genau wissen, wo das Ganze passiert. Das heißt, der Ort, wo er das zündet, das können wir noch nicht abschätzen. Wir finden auch keine Reste von irgendwelchen Explosionen und wir hoffen halt auf die Anwohner, dass wir dann wieder, wenn es soweit ist, Hinweise bekommen, die den Täter vielleicht gesehen haben, oder wir Reste seines Selbstlaborats finden, dass wir da ansetzen können, um ihn zu ermitteln. Die unheimliche Knallserie sorgt weiter für großes Unbehagen bei den Bürgern von Driedorf. Der nächste Knall, so viel scheint sicher, kommt bestimmt.